Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Go Vacation. Im letzten Part haben wir ja erstmal alle Dinger gemacht, alle Stempel und ja, es war halt sehr schnell. Das Spiel ist recht kurz. Wenn man nur die Stempelsprit macht, dann kommen schon die Credits. Und heute wollen wir mal, bevor wir das Tieralbum angehen, möchte ich euch mal einen hässlichen Menschen zeigen. Guckt euch mal diesen Dude an. Alter! Bürste dir wenigstens die Haare. Alter, das sieht ja fürchterlich aus. Und dann hat er diese Brille und dann diese hohe Stirn. Und die Brille bedeckt dann fast sein ganzes Gesicht. Das macht das alles noch ex... weiß ich nicht. Naja. Gut. Wir wollten Tierfuß angehen. Und wir gucken mal, was wir so haben. Wir sind ja... Hinweis... Nee, brauchen kein Hinweis. Warte mal, Tierfotoalbum. Das ist jetzt alles noch die normale... Dingens. Wir sind ja gerade im Wintergebiet. Oder wollen wir es nach der Reihenfolge machen? Wollen wir es nach der Reihenfolge machen? Wir gehen jetzt erstmal. Dann gehen wir jetzt ins Palmenresort. Wechseln wir das mal. Ins Seeresort und sammeln. Und suchen. Ja, wollen wir mal Sonnenuntergang machen? Wir machen mal Sonnenuntergang. Und suchen da. Nach Tiere. Na, heute erkunden wir ein bisschen. Wieso sieht das auf dem Map. Auf diesem Bild, die Map, so richtig kacke aus? Ach, das ist da unten rechts. Da waren wir noch gar nicht, ne? Ah ja, ich kann euch noch mal fragen, ich kann euch jetzt gerade, wo wir sowieso die ganzen Tiere fotografieren, kann ich euch mal fragen, ob ich für euch, ob ihr noch eine bestimmte Attraktion, ob ich eine Attraktion noch zeigen soll. Also nochmal, eine Attraktion, die ihr mögt, die ihr als gut empfunden habt, wo ihr sagt, du musst davon mal die härtere Stufe probieren. Wisst ihr? Wo ihr sagt so, ey, das war eine geile Challenge. Probier's mal ein bisschen schwieriger. Da kommt halt was richtig Cooles. Steig mal ab, du. Was ist das denn hier? Was will der von mir? Ein Panoramaflug? Ach, das ist... Ist das das hier? Flugzeug und jetzt... Können wir damit... Danke, dass ihr heute mit uns fliegt. Ich bin euer Pilot und Tourführer Mac. Genießt den Flug. Uns erwartet strahlender Sonnenschein bei 31 Grad. Wir sollten da oben eine tolle Sicht haben. Ich zeige euch heute ein paar Highlights des Kawawi See Resorts. In unserem riesigen Sommerresort gibt es Wassersport und Landaktivitäten für jedermann. Das wird zwar nur ein kurzer Flug, aber bitte genießt die Aussicht von oben. Cool. Gibt es irgendwo Autos? Da hinten ist ein Auto, ne? Oh Gott, warum ist das so weit? Oh, warum ist das immer so weit? Wir wollten heute Tiere fotografieren. Doch dafür müssen wir uns erstmal bewegen. Wie viele Tiere fehlen uns eigentlich? Gucken wir mal. So, was ist hier? Ich würde gerne einen Tipp, einen Hinweis haben. Treibt sich in Schwärmen in Küstennähe rum. Ja, wir sowieso gehen sowieso erstmal Küstennähe ran. Moment, was ist hier? Am Strand. Landungssteg und Fisch gerne mittels Sturz tauchen. Okay. Das sieht aus wie so ein, keine Ahnung. Wir fahren erstmal den Strand entlang. Nach unten rechts, würde ich mal sagen. Und guck mal, ob wir da irgendein cooles Tier sehen. So. Halte mit mir zusammen Ausschau nach Tieren. So, aber hier muss ich einmal sowieso kurz nach links, damit ich dir durch den Berg komme. Weil ich möchte sowieso nach unten links lang. Unten rechts meine ich, guck, aber wenn ihr auf Karte seht. Denn da ist ja auch noch was, wo ich noch nicht war. Ist das ein Tier? Was ist das? Was ist da, ein Schwert? Warum ist das da? Ja, ich habe die Schatztruhen gesehen. Können wir ja gleich holen.
Warum ist da ein Schwert? Ist das eine Anspielung? Habe ich eine Anspielung nicht verstanden? Das Problem ist, wenn ich jetzt einmal hier runter jumpe, dann komme ich nicht wieder hoch und dann strandpacke ich weg. Okay, nein! Oh, das war ein bisschen zu spät. Haben wir Schildkröten schon fotografiert? Bin mir nicht sicher. Nee, haben wir noch nicht. Eine Suppenschildkröte. Gut. Die haben wir schon. Vielleicht gibt es davon ja noch mehrere Arten. Ich weiß es nicht. Ein Palmdieb haben wir schon, glaube ich. Ja, ja. So, überfahren wir mal den Scheiß. Nee, hier sieht es nicht so aus. Einfach weiterfahren. Hey! Klar, komm mit. Kannst mitsuchen. Auch wenn er uns wahrscheinlich ausspioniert. Weil ich kann ja nicht zweimal existieren. Aber irgendwo muss hier noch was sein. Tierarten. Ich hoffe nicht, dass Tiere nur bei nachts oder so oder tagsüber nur nachts rauskommen. Weil das wäre echt mega eklig, da öfter abzusuchen. Ist hier irgendwo ein Bootsverleih? Weil ich hätte gern ein Boot. Ist dein schon besetzt? Der ist schon besetzt. Okay, nice. Ich würde nämlich hier gerne rüber. Aber, naja. Den Papagei haben wir schon, ne? Den Ara. Naja, vielleicht ist es ja auch ein anderer. Weiß man nicht. Ja, haben wir schon. Wertloses Mistvieh. Oh, da, guck mal, da steht hier mal ein Baum. Hinter Baum versteckt sich da. Ist alles gut bei dir, Kind? Ei! Gott, der will auch nur rauf, ne? Yay! Nee, hier kann man irgendwo. Ich brauch halt ein Boot. Damit da rüber kommt, das auch wieder ein Ara. Hm. Karte ist hier irgendwie ein Flugzeug. Egal. Mystikwald. Hier, Leguane haben wir schon. Den Tukan da oben auch. Wenn das so Tukan ist. Die haben wir, glaube ich, schon. Ich guck mal. Und fehlen nicht. Uns fehlen noch einige, Alter. Einige. Aber wo könnten die alle sein? Alter, dieser Leguan, der hat ja einen harten Kopf, ne? Wollen wir hier mal reingehen? Waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht, ne? Ich steig mal aus. Warte mal, wir steigen mal aus. Ey! Ja, beim Rennen waren wir... Für ein Rennen waren wir hier schon drin, ne? Ein Rennen haben wir erledigt. Aber ich hätte echt gerne nochmal ein Foto irgendwo. Guck mal, da ist ein Schatz. Wie kommen wir denn da hoch? Warte mal, komm. Hier sind Tiere. Komm. Ach, du Huan. Guck mal, wie der Typ, ne? Der will... Den Lappmann. Aber einen Cutter haben wir schon leider gehabt. Gut, dann holen wir uns die Truhe, die da ist. Ich muss einmal hier rüber. Alter, dieser Sprung. Alter, das fühlt sich an wie so bei Donkey Kong. Weißt du, bei Donkey Kong hüpft, geht ja auch mal so ein bisschen über die Kante rüber und hüpft das dann hoch. Natürlich mit den Schatztruhe öffnen. Ein Piratenoutfit.
Aber hier ist tatsächlich nichts gerade. Kamera kann man auch nicht wirklich nach unten machen. Gut, dann holen wir uns Auto wieder und fahren und suchen weiter. Wie viele Tiere haben wir jetzt in diesem Part gefunden? Ein. Ein. Eine Schildkröte war das, die wir neu entdeckt haben, glaube ich. Naja. Super. Nein, mir wurde ja gesagt, es soll ja am Strand in der Nähe sein. Da gehen wir gleich hin. Vorher fahren wir einmal hier hoch. Hier. Da muss ja, man muss an Orten gucken, wo man noch nicht war. Und irgendwie ist das voll dumm hier. Soll das alles sein? Und hier habe ich ja auch nicht gesehen. Da sind noch mehr so eine Affen. Hm. Kann man hier rüber? Nach unten. Gut. Huch. Warum? Egal, egal. Egal. So, wir probieren es nochmal am Strand aus. Weil Leguanes haben wir ja nicht gehabt. Und ich würde gerne noch an diesem Part auf jeden Fall nochmal an der Seite. Nee, das machen wir nicht. Ich achte ja die ganze Zeit immer nach Tieren. Weil die meisten Tiere haben wir halt schon. Hm. Karte, wir können uns ja teleportieren. So, wir gehen nochmal dahin mit dem Jetboot. Gut. Und von hier aus sollten wir eigentlich auch nach unten noch kommen. Bleib nochmal stehen, da oben waren Möwen. Geil. Gut, dass wir die entdeckt haben. So. Wir müssen hier nur gucken, dass wir nicht so schnell hier an den Dingern vorbeifahren, durchfahren. Boah, Alter, ist das eklig hier. Wellig, warum ist das hier so extrem wellig? Also, ja, gezeitenmäßig ist das hier extrem. Huiuiui. Eigentlich sollte es hier drin nicht so krasse Wellen geben. Da ist eine Höhle? Da geht es wahrscheinlich nur raus, ne? Nee, das ist eine Höhle. Aber nur zum Durchfahren. Gehen wir noch mal andere Seite lang. Nicht so krass, sonst hänge ich dir irgendwie wieder am Anfang wahrscheinlich. Ja, Luftballons sind eigentlich total unnötig. Ah, komm, fahr weiter. Eigentlich sehe ich hier auch keine neuen Tiere. Ne, irgendwie nicht. Wieso ist das denn hier so? Flitzen wir mal den Fluss entlang. Und danach links auf der Karte. Wir waren noch nicht überall. Wir sind jetzt unter der Brücke. Oh, steig doch ab. Komm. Ich muss irgendwie einen Ort finden, wo wir waren noch nicht überall. Und irgendwie möchte ich hier doch schon was finden. Hm?
Wo will er denn hin? Er muss wahrscheinlich gerade pinkeln, ne? Oh, ist er schnell fertig. Nee. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jetzt geh doch mal dahin, danke. Ich will da mal hin. So. Boot. Von hier aus kann man nicht irgendwie... Nee, kann man nicht. Jetzt sind wir wieder hier. Und... sind wir am Strand. Super. Was machst du da? Bist du, lass mich da, bist du, Alter, ich sagte, will mich umbringen, ich schwör's. Alter, was geht mit dem? So, da ist ein Strandbuggy. Absteigen. Der wollte mich töten. Mich auf Land drängen. Er hört wahrscheinlich, was ich sage, ne? So, die Krabbenviecher haben wir schon. Wir waren noch mal, wenn ich auf Karte gucke, waren wir noch hier oben, ne? Also, es gibt so, hier sind doch so viele Tiere. So viele Tiere sind hier noch. Gut, Möwen haben wir. Nicklich am Strand, in warmer Sonne. Ich, Karte. Warte mal, wechsel mal Resort. Seeresort am Tag. Ein Nickerchen am Strand in der warmen Sonne. Dann muss das ja anders. Da muss es ja am Strand irgendwo liegen. Und es kann ja nicht so weit weg sein. Ich meine, das besteht hier eigentlich nur aus Strand. Ach so, da hast du die Flugzeuge schmeißen die Geschenke runter. Ach so. Okay. Gut, jetzt sind wir am Tag nochmal hier. Fahren wir mal den Strand entlang. Sind wir schon mal, ich weiß. Aber irgendwo muss ja so ein Tier geben. Warte mal, können wir Hunde fotografieren? Ich glaube, das habe ich schon mal probiert, ne? Nee. Nee, nee, nee. War da gerade eine weiße Taube? Warte mal. Haben wir die da? Eine Japan-Möwe. Okay, die haben wir noch nicht. War das die? Ich wollte eigentlich nie absteigen. Nee. Und zählen noch 2, 4. Oh Gott. So viele Tiere fehlen noch. Naja, Ausschau halten, Boys. Ausschau halten. Ich gehe nochmal hier hoch. Und dann nochmal links. Weil da auf der Karte war ich noch nicht, weil es da so aussieht wie... Ach, ihr wisst schon. Was ist das für ein Tier? Das ist ein Leguan. Ein Iguana, Iguana, so heißen die Dinger auf Latein. Ja, der grüne Leguan. Ja, so. Da ist ein Häuschen. Vielleicht ist hier eigentlich nur so eine Tierart. Halt mal kurz an. Was? Moment. Achso. Hallo? Ist hier jemand? Scheiße, verlassen ist das wahrscheinlich ein verlassenes Gebäude von einem anderen Einwohner. Denn eigentlich mal kriegen ja Einwohner hier eine komplette Villa geschenkt. Merkwürdig. Nee, hier ist ja, hier ist aber auch kein Tier. Vielleicht hier ja am Pool.
Was haben wir denn da? Goldene Luftballons? Yeah, 300, nice. Nee, aber hier ist auch nichts gut. Ja, dann fahr halt rund, rückwärts runter, mir egal. Und dann hüpf rüber. Nee. Tiere. Wir waren hier noch nicht überall, wir sind ja noch nicht so wirklich überall gewesen. Weil erkundet haben wir wirklich noch nicht so wirklich. Und naja. Da geht der Part auch ein bisschen länger, würde ich mal sagen. Wenn wir schon erkunden, ne? So, da ist eine Höhle. Nee, das war nur der Durchgang. Wir gehen trotzdem mal durch. Denn so viele Tiere, wie sie hier sind. Muss es ja eigentlich was geben. Fahren wir hier mal runter und hier mal lang. Ich weiß, ich kann jetzt nicht fahren. Ja, es tut mir leid. Aber ich will da jetzt rein. Ich muss da rein. Da muss was drin sein. Und wenn wir hier durchschwimmen. Weil jetzt extra zurückgehen und ein Boot holen? Nee. 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 Ich spule das ein bisschen vor, okay? Fledermaus. Ich hole mir doch mal kurz ein Boot. Gut. Also, mal ein Boot. Ich glaube, von hier aus können wir auch irgendwie in die Höhle rein. Oder war das nur ein Ausgang? Das ist, glaube ich, nur der Ausgang, ne? Oder? Warte mal, wir gucken mal. Weil wenn nicht, sehen wir uns beim Höhleneingang gleich wieder. Ja, noch kann man hier rein. Ah, doch. Man kann hier einmal rumfahren. Ist das ein Kind oben auf dem Stein? Ein Tier? Eine Meerjungfrau? Was? Krass. Eine Meerjungfrau? Da habe ich ja nicht gerechnet. Da sollen irgendwelche Tiere fotografieren, aber gut. Kann ich auch gleich jeden Menschen hier fotografieren. Warte mal. Schade. Oh, hier ist ein kaputtes Boot und da ist ein Riss. Fledermäuse haben wir schon. Da drauf ist aber auch nichts. Nee. Ein Ara. Der ist hier gestrandet anscheinend. Der kommt ja auch nicht mehr weg. Oder so, das Boot ist kaputt. Oder? Nee, kommt, der schafft das schon. Wir glauben an ihm. Aber cool, wir haben eine Meerjungfrau entdeckt. So, jetzt sind wir auch gleich hier, wo wir eben geschwommen sind. Eine Meerjungfrau. Hm. Gucken wir mal. Tierfotoalbum. Fehlen uns noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum fehlen mir so viele? Es kann nicht sein. Wir waren ja das letzte Mal nachts da unten. Also
mit Sonnenuntergang. Und ich gehe jetzt mal dadurch dahin mit diesem Boot tagsüber. Und sonst habe ich keine Ahnung. So. Vielleicht sind da ja Tiere jetzt. Jetzt Tiere, ne? Ja, ihr wisst schon. Da auf dieser Insel, bei der Hartsteinbucht waren wir auch noch nicht drauf. Vielleicht ist da ja ein einzigartiges Tier, wie zum Beispiel ein Meerjungmann. Man weiß es heute nicht. So, dann schwimmen mal. Gucken wir mal. Vielleicht schon hinter diesem Berg hier, hinter diesem Hügel. Na gut, da befindet sich nichts. Nee, hier ist in der Tat nichts. Okay. Okay. Er folgt mir. Die Krabben haben wir schon, ne? Ja, die haben wir schon. Ich würde gerne einmal hier irgendwo rauf. Gehen wir mal. So. Kommt ja auch nicht hoch. Sind das Schildkröten? Warte mal. Wir haben ja schon mal eine Schildkröte. Ich schwimme mal kurz rüber. Da schläft irgendwas. Hör mal von der Entfernung. Na, ein bisschen näher. So. Aldapa Riesenschildkröte. Ah, okay. Können wir die aufwecken irgendwie? So auf Panzer springen? Patz. Steh auf, Mann! Steh auf! Aber gut. Da sind wir hier nicht umsonst durchgefahren. Wenn hier eine Riesenschildkröte ist, dann fehlen es ja nicht mehr so viele Tiere. Eine Riesenschildkröte. Okay. So. Also ich werde definitiv nicht fürs Let's Play, wenn das Let's Play beendet, werde ich nicht. Ich werde nicht jedes Tier finden. Da muss ich auch so auch mal sagen. Weil dann müsste ich mir die rausschreiben. Und dann mal gucken. Mal sehen, vielleicht habe ich auch Lust und schreibe mir die raus. Und gehe die denn in den nächsten Parts, denn die sammelt die restlichen Tiere ein. Wo die sind. Suche ich mir die raus extra für euch. Aber die ersten Parts, ich möchte jetzt im nächsten Part in das nächste Resort angehen. Um da Tiere zu suchen. Weil ich möchte erstmal versuchen, so viele Tiere wie möglich alleine zu finden. Und das finde ich für mich persönlich schon wichtig. Nee. Ihr könnt mir ja gerne auch in die Kommentare schreiben, wo ein Tier sein soll. Dass hier ein Schwein oder ein Fluss nie fährt, ist, weiß ich ja, ein Fluss fährt. Das haben wir ja schon fotografiert. Das ist wieder ein Geschenk. Ich wollte eigentlich nicht runter. Warum lande ich hier? Naja. Er ist so dumm. Gut. Ich gucke mal kurz ein Tierfotoalbum. So, was haben wir in diesem Part entdeckt? Wir haben die Möwe entdeckt. Die Japan-Möwe. Die Suppenschildkröte. Die Fledermäuse, die Aldapa Riesenschildkröte und eine Meerjungfrau.
Also wir haben diese Part doch schon was entdeckt. Ich glaube, wir müssen, ich muss da nochmal ran. Die restlichen werde ich mir, die suche ich mir im Internet mal raus. Aber im nächsten Part würde ich mal sagen. Ach, in die Stadt habe ich keinen Bock. Gehen wir. Ah, Stadt sind es nur. Vier Stück sind es nur in der Stadt. Ich habe da noch nicht so verlangt, weil wir waren erst die letzten Parts in der Stadt. Gehen wir nochmal ins Schneegebiet. Ach komm, Schneegebiet ist auch noch nicht lange her. Wir gehen erstmal in die Berge und sammeln und suchen da noch nach Tieren, denn da haben wir auch noch genug zu tun. Gut, dann wissen wir, was wir im nächsten Part zu tun haben. Wir gehen in die Berge. Gut. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.